Jetzt aber erstmal zu einem sehr ernsten Thema. Vor kurzem wurde der türkischstämmige Mehmet Ö von einem deutschen Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit 68 Messerstichen hatte er seine 15-jährige Tochter getötet, weil sie in seinen Augen auf den falschen Weg geraten war. Sie traf sich mit einem Jungen. Über 20 solcher Morde im Namen der Ehre haben sich im letzten Jahr in Deutschland ereignet. Ein Buch und ein Film geben den Opfern jetzt auf sehr eindrucksvolle Weise eine Stimme und ein Gesicht. Auf offener Straße, mitten in Deutschland, geschieht eine Hinrichtung. Die Fremde ist ein Spielfilm über einen Mord innerhalb einer türkischen Familie. Ein Mord aus Gründen der Ehre. Der Film erzählt, wie es so weit kommt. Umay ist in Deutschland aufgewachsen und dann in die Türkei verheiratet worden. Nun hat sie ihren gewalttätigen Mann Kemal verlassen und ist mit ihrem Sohn nach Berlin zurückgekommen. Für die Familie eine Schande. Ihr älterer Bruder und der Vater wollen ihren Sohn zu Kemal zurückschicken. Die Handlung des Films ist nicht frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Fällen sind gewollt. Die Grundmechanismen sind halt sehr ähnlich in allen Fällen. Also wenn du dir anguckst, wie die Fälle der letzten 15 Jahre, die bei uns in Deutschland bekannt geworden sind, wenn du dir die anguckst und die Dynamiken und die Mechanismen, die darunter stehen, dann stößt du auf ganz ähnliche Grundmuster. Hier liegt eine 16-Jährige, von ihrem Bruder erschossen. Jeden Monat gibt es in Deutschland 1 bis 2 sogenannte Ehrenmorde. Männer ermorden ihre Schwestern, Töchter, Frauen. Meist nachdem diese versucht hatten, der männlichen Unterdrückung zu entkommen. So auch Hatun Sürücü. Die 23-Jährige wollte in Deutschland eigenständig leben und musste deshalb sterben. Sie hat sich benommen wie eine Deutsche, sagte ihr Mörder, ihr jüngster Bruder. Aileen Korkmaz hat den geplanten Ehrenmord knapp überlebt. Ihr Vergehen? Sie ließ sich scheiden, nachdem sie sich 13 Jahre lang seiner Tyrannei gefügt hatte. Er kam in die Türkei, holte sich die 18-jährige Aileen, die eigentlich studieren wollte, brachte sie nach Deutschland, wo sie nichts anderes zu tun hatte, als ihm zu Willen zu sein, die Kinder aufzuziehen und sich schlagen zu lassen. Er denkt, ich bin Eigentum und ich muss funktionieren wie sein Handy, wie seine Fernbedienung. Und ich will ja weg von ihm, dann ist es eine Ehrenverletzung. Weil ich erst mit ihm im Bett gegangen. Bis ein anderer neuer Mann kommt, er fühlt sich verantwortlich für meine Ehre. Die schöne Frau, die nach der Scheidung alleine lebt, ist eine Provokation für den Ex-Mann. In seiner Welt gilt alles, was sie jetzt tut, als Schande für ihn. Es scheint, Aileen konnte ihrem Schicksal nicht entgehen. Trotz deutscher Gesetze, die ihrem Mann verboten, sich ihr zu nähern, weil er sie mit dem Tod bedroht hatte. Ich bring dich um, nicht jetzt, aber später, hatte er gesagt. Deutsches Recht interessierte ihn nicht. Sie war seine Frau, sein Eigentum. 26 Mal sticht er zu, hauptsächlich ins Gesicht. Noch im Tod soll ihre Schönheit zerstört sein. Nach unzähligen Operationen trägt sie heute jeden Morgen dick Schminke auf, vielleicht auch als Schutzmaske, damit niemand merkt, dass sie Angst hat, dass er es wieder versucht. Sie wollte sich nach der Tat absolut schützen. Wir haben verschiedene Dinge angedacht, wie Namensänderung etc., um sie und die Kinder zu schützen. Aber ob man damit letztlich Erfolg haben wird, wird die Frage sein. Wenn er es wirklich wollte, denke ich, kann man Frau Korkmaz nicht effektiv schützen. Nach 7 Jahren Haft wird er in die Türkei abgeschoben werden und ist da wahrscheinlich ein freier Mann. Dann kann er ihr wieder zeigen, was alles in seiner Macht steht, fürchtet sie. Wie schon einmal. Er wollte sagen, egal was für Recht und Schutz hast in diesem Land, niemand kann dich schützen. Ich mach, was ich denke. Trotz des Annäherungsverbots marschierte der Täter mit einem Messer an ihren Arbeitsplatz und stach dort 10 Minuten lang auf sie ein. Ich habe immer überlegt, warum hat das so gemacht? In Tankstelle und Arbeitsplatz vor all Augen. Weil ich bin als Frau
in diese Deutschland meine ganze Rechte gesucht. Hat mir nicht viel geholfen. Aline hat aus ihrer Schwäche eine Stärke gemacht. Sie hilft jetzt anderen Frauen. Sie rät ihnen, geht bei der ersten Ohrfeige, wartet nicht so lange wie ich. Ihre Freundinnen sind geschieden wie sie und damit geächtet in der türkischen Gemeinde. Türkinnen wechseln die Straßenseite, wenn sie ihnen begegnen. Aileen hat ein Buch geschrieben über ihre Geschichte und damit das größte Tabu gebrochen. Sie redet öffentlich über ihr Eheleben. Das tut eine türkische Frau niemals. Sie geht sogar ins Fernsehen, um endlich aufzuklären und zu warnen vor falscher Toleranz gegenüber Parallelgesellschaften, die sich nur an ihre eigenen Gesetze halten. Gesetze, in denen Frauen keine Rechte haben. Aufklären will auch der Spielfilm Die Fremde. Die Hauptfigur Umay ist eine Frau, die sich, wie Aline, nach viel Gewalt nicht mehr abfinden will mit der ihr zugedachten Rolle. Die Schauspielerin Sibel Kekilli engagiert sich auch privat für das Thema. Warum ich mich engagiere, ist, ich komme aus so einem Kulturkreis, auch wenn ich mich als Deutsche sehe. Aber natürlich habe ich einen türkischen Hintergrund. Und wenn solche Menschen wie ich nicht anfangen, darüber zu reden, wer dann? Erst dann können dann die anderen reden, Deutsche oder eben Nicht-Türken und so weiter. Und das ist mir sehr wichtig. Als die Bild-Zeitung ihre Porno-Vergangenheit publik machte, wenden sich ihre Eltern ab. Damals brauchte sie sogar Polizeischutz. Dass sie als Schauspielerin große Preise erhielt, änderte nichts. Und Mama, Papa, ihr könnt stolz auf mich sein. Sibel Kekilli kennt die Gefühlswelt der von der Familie ausgestoßenen Umay nur zu gut. Ihre Filmfigur sagt auch zum Vater, du kannst stolz auf mich sein. Doch der empfindet nur die Schande. Der Familienmännerrat beschließt, der jüngste Bruder soll Umay töten, denn der fällt unter das deutsche Jugendstrafrecht. Warum sie Umay töten wollen? Für sie ist eine Frau ohne Mann nicht mehr gesellschaftsfähig. Für sie ist sie eine Hure. Die Täter gelten in ihrem Kulturkreis als Helden. Ein Hohn für die weiblichen Opfer und ein Hohn für den deutschen Staat, der mit seinen Gesetzen weder das Leben noch die Rechte der Frauen schützen kann. Allein 2009 gab es 23 und dieses Jahr bereits 3 Opfer im Namen der sogenannten Ehre.